Okay, damit ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Little Nightmares. Der Steve kam auf die Idee und meinte, jo Benny, wie sieht's aus? Little Nightmares kam raus bei Steam, war für Umme vor mehreren Wochen. Und ja, heute spielen wir das ganze Spiel. Little Nightmares kenne ich nur vom Hören. Ich selbst habe Little Nightmares nie gespielt. Und bin mal gespannt, was so auf uns zukommt. Ja, ich weiß, was ist das denn? Was war das denn jetzt? Also wir wissen nicht viel vom Spiel. Steuerung ist auch... keine Ahnung. Ah! Okay, mit F kannst du Licht machen. Das ist schon mal EU zu wissen. Gut, wir sind Little Nightmares. Wie gesagt, ich kenne vom Spiel nicht wirklich viel. Wir sind hier so, ja... ein kleiner Dude und renne hier so ein bisschen durch die Gegend. So ganz bestehen tue ich das Spiel so noch nicht. Ich kann hier auf jeden Fall Lampen anmachen. Ist schon mal nice to know. Und wir können Sachen öffnen. Das finde ich auch schon mal gut. Wir das ducken. Ich sehe nichts. Ah, ja. Ne, Feuerzeug. Gut. Schauen wir mal, was uns hier im Spiel alles so erwartet. Und guck mal, wie das sich hier so äußert. Vor allen Dingen, wo sind wir? Also wir sind eine kleine Spielfigur. Und sind irgendwo in einem Keller. Oder Boot. Boot vielleicht, weil es schwankt ja so hin und her. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Kann ich hier rein? Nein. Ist denn hier vorne irgendwas? Auch nicht. Gut, kann ich denn irgendwie rennen? Gut, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wo sind wir denn hier? Also Riesenketten, kleine Trappen? Ja. Cool. I guess. Kann ich hier das irgendwie aufmachen? Das Gute ist, ich sehe hier nichts. Kann ich das verschieben? Nein. Alter, warum sehe ich nichts? Was ist das hier? Okay. Kann ich das hier mitnehmen? Okay. Also mit Leertaste wirft man, wenn man Gegenstände aufnimmt. Auch gut zu wissen. Wir machen erstmal wieder Lichter. Und hier kannst du auch runter, oder was? Nee, hier kannst du nicht runter. Ja, wie gesagt, Little Nightmares, I don't know, worum es überhaupt in dem Spiel geht. Ist oft, dass wir hier durchkrabbeln können. Ah, okay, hier können wir auch hoch. Cool. Ja, und ich habe keinen Schimmer, wie gesagt, worum es hier geht. Was ist da? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Da in dem Guckloch? Sag ich jetzt mal. Da war irgendwas. Okay. Also, wie gesagt, wir sind anscheinend auf einem Schiff. I guess. Und müssen. Und laufen hier die Sachen lang. Und da hat sich jemand erhangen. Okay. Warum? Ich kann Klopapier mitnehmen. Oh. Klopapier, it is. Hier noch einen Brief dahin lassen? Kann ich den Brief öffnen? Nee, kann ich nicht. So, gut, dann gehen wir mal hier durch die Tür. I guess. Oder auch nicht. Kann ich den Stuhl mitnehmen?
Ja, kann ich. Kann ich jetzt hier rauf? Okay. Und... Ah, okay. Gut. Bisschen Jump'n'Run. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Licht. Kann ich die Tür irgendwie auch wieder zumachen? Ja, kann ich. Ja, aber nicht richtig. Okay. Was ist denn das für... Was ist das denn? Was ist das für ein Geglibber? Ich glaube, ich drehe... Oh Gott, da sind Fußabdrücke drauf. Und da sind Fingerabdrücke drauf. Oh Gott! Möchte ich das? Ich glaube nicht. Kann ich hier... so hochklettern? Nein, kann ich nicht. Okay, da sind Fingerabdrücke und Fußabdrücke. Und hier... Hier geht's weiter. Was ist das? Okay. Okay, hier kann ich wieder was anzünden. Ja, nice, nice, nice. Und weiter? Hier kann ich hier hoch. Und wieder runter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber hier kann ich nichts weiter machen. Warum ich jetzt hier rein konnte? I don't know. Gehen wir erstmal wieder zurück. Und gucken, wie es da weitergeht. ja, falls ihr da ein bisschen mehr wisst, gerne in die Kommentare damit. Mir, wie gesagt, sagt das Spiel erstmal nicht viel. Und an die Hand nehmen tut mich das Spiel leider auch nicht so wirklich. Okay, ich kann hier hochklettern. Okay, hier sind Schuhe drin. Also scheint mehr so ein Jump'n'Run-Adventure zu sein, wenn ich das so richtig sehe. Also, ne? Bisschen Rätsel, bisschen Jump'n'Run-Action, Adventure. Okay, hiermit kann ich sprinten. Kann ich hier auch, ja, kann ich. Was sind denn das für schwarze Dinger? Treffen die mich an? Sind die böse? Was ist das? Wo fahrst du? Lass mich mal in Ruhe. Lass mich mal in Ruhe. Jump? Oh Gott, das war gerade ganz schön knapp. Okay, was können wir hier machen? Mich am Arsch. Das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Okay, wir können Bredderick nehmen. Bredderick. Wir können hier nichts lesen. Wir wissen nicht, was wir sind, wer wir sind und hinterlassen anscheinend auch ein wenig Fußspuren. Und was sind diese Dreiecke? Und wir laufen. Sind jetzt. Wo sind wir? Ja, ja. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ja, ich bin. Okay. Die schwarzen Viecher sind nicht gut für uns. Das heißt, wir müssen an denen vorbei. Sneaken? I guess? Rennen? I don't know. Ich werde auf jeden Fall. Alter, in dieser Grütze werde ich auf jeden Fall extrem langsam. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So, komm hier, geradeaus und weg und Jump und, F und Feuer. Machst du mal hier die Lampe an? Hallo? Okay, mach die Lampe an. Also ich hoffe mal, dass die Lampen, wenn man die anmacht, ist jetzt nur so eine Theorie, dass man, dass das Safe Points sind. Also. An diese Viecher. Was sind das? Okay. Ja, 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 ja. Okay, wir können hier rüber balancieren. Jetzt geht's ab hier hoch in die Treppe hinauf. Wenn ich nichts sehe. Okay, da geht's auch weiter. Hier geht's nicht weiter. Oh, das ist ja mal. Das ist. So, jetzt muss ich hier. Jetzt hier rüber springen. Okay. Ey, ich sehe nichts auf meinem Monitor. Nichts. Es ist einfach dunkel. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter. Was ist da? Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool.
Okay, eine Kokobo. Ach, hier hätte ich rüberspringen können. So, ist das jetzt fest? Oder muss ich jetzt da rüberspringen? Na, es ist nicht fest. Wir müssen hier rüber rennen, in der Hoffnung, dass ich... Oh Gott, gerade so. Okay, hier sind wir letztes Mal auch irgendwo durchgerannt. Meine Fresse. Also wenn mir jemand mal erklären kann, was für kleine Dreiecksfiguren da sind, die die ganze Zeit da wegrennen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. So, hier kann ich auch wieder hochklettern. Gibt's hier denn auch irgendwas? Ja, vorbei. Ja, hier hoch. Ja. Okay. Hier gibt's nichts. Gut, dann rennen wir mal weiter. Also ganz... Also, Schiff, ja. Und so... Wer ist er denn? Weiter. Was war das denn für ein... Ja, für ein Viech. Okay, ich gehe mal davon aus, wir müssen hier hochklettern. Leider in die Richtung, wo jetzt das Mannequin hin ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Mannequin nicht friedlich ist. I guess. Oh, hier ist wieder ein Taschenlämpchen. Taschenlämpchen. Ja, das ist doch... Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das einfach Save Points zwischen Points sind. Jo, hier war Gärtnerratte. Geil. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Also Klopapier, an Klopapier mangelt es uns nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass, wenn wir uns einscheißen, alles safe ist. So, was haben wir? Haben wir hier hinter der Tür irgendwas? Ah, guck mal. Hier gibt es einen Schalter. Benutze, um nicht umzuschauen. Okay. Also wir müssen den Strom wahrscheinlich abschalten, damit wir hier durchs Gitter kommen. Weil so werden wir bestimmt einen Stromschlag kriegen, oder? Ja. Und sterben auch. Instant. Krass. Okay. Gut. Aber The Lämpchen bedeutet dann schon, dass wir Safe Points haben. Cool. Also Lampen wichtig, immer anmachen. Weil das sind unsere Zwischenpoints. I guess. Also, glaube ich, ne? So, machen wir erstmal hier die Tür wieder zu, um... Ja, hallo? Die Tür zumachen? Danke. Ich habe gesagt, zumachen. Oh. Halb soll's auch zu. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Ding hier nehmen müssen, wahrscheinlich. Um an den Schalter zu kommen. Ja, kletter doch darauf. Okay. Warum klickert jetzt da eine Uhr? Was ist das hier? Ein Kinderzimmer. Okay, Kinderzimmer. Nice. Hier gibt es noch ein Gitter. Okay, dass wir durchgerannt sind, war anscheinend nicht so verkehrt. Hier gibt es noch irgendwelche Zellen. Und irgendwie geht mir meine Theorie nicht aus dem Kopf mit dem, dass wir auf dem Boot sind. Aber warum sollten auf dem Boot Zellen sein? Also sind wir wirklich auf dem Schiff? Was ist er denn? Okay, Lichtkegel. Ist das jetzt hier so ein Spiel mit... Du darfst nicht ins Licht? Weil sonst stirbst du? Oder so? Also ich probiere es jetzt mal, nicht in dem Lichtkegel zu sein. Versuche jetzt mal immer in dem Schatten hier zu stehen zu bleiben. Okay, wir rennen weiter. So, was gibt's hier noch? Feines? Da ist doch schon wieder so ein Dreiecksring drin. Muss ich da hin? Ist die Frage, wie komme ich da hin? Also hier ist erstmal noch ein Lämmchen. Das werden wir erstmal wieder aktivieren. Sehr gut.
Ah, hier kann ich hochklettern. Okay. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann hier oben lang. Oder, aber was mich mal mehr interessiert ist, was ist hier hinten gewesen? Da war doch so ein... Komme ich hier rein? Oh ja, ich komme hier rein. Geil. Was bist du? Hallo? Also hier ist erstmal noch eine Lampe. Machen wir es mal wieder an. Und wer bist du? Kann ich mit dir reden? Nee, kann ich. Und hier ist Blut. Was ist hier Blut? Ist hier irgend... Gott, was ist das denn für ein Auge? Wie das Auge wieder, was wir da vorne hatten? Nee, hier kann ich nicht hin. Okay. Warum konnte ich jetzt hier in den... Warum kann ich jetzt hier in den Raum? Was seid ihr? Was? Was? Bitte was? Hallo? Bitte was? Bist du mein Freund? Du folgst mir jetzt. Oh, die ist aber lieb von dir. Ist hier noch irgendwo eine Tür, die du mir aufmachen kannst, die ich nicht sehe? Nein, ne? Kann sie nicht. Musst du mir dann... Folgst du mir jetzt? Nee, schade. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, was die machen. Ob sie mir freundlich gesinnt sind, nicht so freundlich gesinnt sind, ob sie mir helfen. I don't know. Gut, aber da hinten ging es anscheinend nicht weiter, also gehen wir jetzt erstmal hier lang. Kann ich hier oben die Lampen, also hier unten das Ding hier ausmachen? Irgendwie? Geht das? Hier geht's nicht weiter. Ah, hier kann ich wieder zurück? Nein. Okay, also wir wissen, irgendwas ist mit diesem Auge. Wir haben hier super viele... Super viele Bilder mit diesen Augen und mit den ganzen... Warum sind hier die Fingerabdrücke? Was ist denn hier passiert? Gott, in das schwarze Zeug darf ich nicht rein. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, auf dem Bett rumspringen. Nice. Das ist genau mein Style. So, ist hier hinter der Tür vielleicht noch... Achso, die Tür ist... Achso, die Tür, da kann ich nichts machen. Okay, cool. Was bist du? Ah ja, das war ja hier die... Das sind anscheinend irgendwelche Errungenschaften, die wir machen. I guess. Irgendwie... Dinger da kaputt klatschen. Ja, die Türen kriege ich nicht auf. Und ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich aufmachen möchte. Ich weiß nicht, was dahinter sich versteckt. So, gehen wir doch mal weiter gucken. Gibt es hier noch irgendwie was Schönes? Warte ich. Nee, ist nicht. Da komme ich auch nicht hin. Okay, hier kann ich weiter. Oh, what? Was ist... Ja, hallo? Wer ist er denn? Okay, hier sind Kinder. Und da ist... I guess irgendein Viech. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Okay, ich bin hier hinten. I guess ich muss hier hin. Verfolgt er mich jetzt? Ich hoffe nicht. Kann er mich sehen von hier? Ich kann hier hoch? Okay. Kann hier rein? Okay. Wir verdünnisieren uns mal. Der sah uns nicht sehr freundlich aus. Er war jetzt nicht so optimal. Kann ich hier irgendwie... Ja, kann ich durch. Okay, bricht nicht zusammen. Damit hätte ich jetzt eher gerechnet, dass wir jetzt hier erstmal runter droppen. Gut. Okay, eine Ratte. Okay. Was jetzt?
Ich hab Hunger? Oder was? Hallo? Hier geht's nicht so gut. Und da ist... Ja, wie? Ich kann hier rein? Kann ich mich hier verstecken? Okay. Gut, wir sind... Alter, was ist denn mit dir verkehrt? Du hast anscheinend extremen Hunger. Das ist die Frage, kriegen wir hier auch noch irgendwo was zu essen? Das wäre jetzt auch nochmal sehr... Was bist du? Du bist ein Kind. Ja. Gibst du mir was ab? Bist du so lieb? Oh, du bist... Oh, süß. Danke. Okay, wir müssen anscheinend auch immer mal wieder ab und zu mal was essen. Was passiert jetzt? Okay, cool. Danke. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Warum ist er denn da so alleine? Lol, ich kann nicht zu ihm. Warum ist hier schon wieder so ein Galgen? Ja, ist nicht so schön. Alles nicht so schön. Alles nicht so schön. Hier sind Duschen. Ja, okay, cool. Duschen, ja. Okidoki. Gut, gehen wir mal weiter. Alter, das ist ein Labyrinth hier, das ist ja. Ach du Scheiße, hier ist ja schon wieder was mit Strom. Hier ist schon wieder was mit Strom. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken. Wo geht denn das? Ja, das Kabel sehe ich nicht. Warte, hier hochspringen. Ja, okay, guck. Cool. Jetzt gehen wir hier wieder ein bisschen Adventure-Map-mäßig run. Kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier? Ah, hier kann ich hochklettern, okay. Und kann ich jetzt hier rüberspringen? Oh Gott, das ist ja richtig Assassin's Creed-mäßig, ey. Sag mal. Ist ja mal was. Oh, hier oben ist eine Lampe. Okay, hier oben haben wir erstmal wieder einen Zwischen-Safe-Point, I guess. Machen wir erstmal hier wieder das Lämmchen an. Jawohl! Lämmchen ist an. So, heißt das jetzt hier rüberspringen? Nein! Lass doch nicht. Okay, er hat losgelassen. Ei. Er sollte doch nur hochklettern. Ah, okay, hier kann ich. So, und weiter. Kann ich hier hochklettern? Okay. Da erstmal drauf zu kommen, dass er da auch wieder hochklettert. Ey, eine Phrase, ey. Ist ja wirklich. So, wie hoch muss ich denn? Hallo, ich glaube, das ist ein bisschen sehr hoch, oder? Autsch. Der tat weh. Ja, eine Lebensanzeige haben wir auch nicht. Ja, die Leiter jetzt hier hoch zu klettern war jetzt gerade, glaube ich, nicht so clever. Außer wir hätten die Leiter jetzt umstellen können. Das wäre natürlich geil gewesen. Leiter umstellen, das wäre awesome. Ja, welchen Schalter betätige ich denn jetzt? Betätige ich den hier? Ah, okay. Damit kriegen wir das Ding nach oben. Oh, ist justiert. Okay, cool. Aha. Okay, wenn ich den jetzt nach da schiebe. Falle ich runter. Nice. Okay. Gut, dann... wie mache ich denn das dann? So, jetzt sind wir hier wieder an dem Ausgangspunkt. Ziehen das Ding jetzt hier rüber und jumpen drauf. Okay, cool. Nein. Hochklettern. Hoch. Und jump rüber. Und hier ist irgendeine Action. Hier ist irgendwas, was hier brummt. Okay, cool. Jetzt muss ich an den Schalter rankommen. Das heißt, ich muss hier mich irgendwie hochbauen. Okay, warte. Kann ich das hier nehmen?
Ja, ich kann es aber nicht rausziehen. Okay. Also ich bin der Meinung, ich müsste wahrscheinlich mir hier so eine Treppe bauen, oder? So. Reicht das schon? Nein, nein, nein. Nur so ein bisschen. Nein, geh mal draußen. Ja. Ja. Ich kann nicht raus. Was ist die große Frage? Könnte ich jetzt... Hallo. Okay. Alter, ich sehe nichts mehr. Sag mal das Feuerzeug an. Okay, wir gehen als erstes mal hier rüber. Weil es so nice war. Ich habe keinen Schimmer, was hier passiert. Okay, was ist das hier? Was ist das jetzt hier? Okay. Okay, also hier gibt es erstmal wieder ein Lämpchen. Kann ich dich irgendwie hier rauslassen? Okay, cool. Hier drin ist nichts. Auch cool. Cool für mich. Ja, ja. Warte mal, kann ich das Ding hier vielleicht runterdrücken? Nein. Oh. Okay. Okay. Und was jetzt? Kann ich hier ran? Alter. Okay. Das muss mir erstmal einer sagen. Okay, jetzt bin ich wieder hier unten und jetzt einfach loslassen. Ja. Nice, I guess. Nicht so nice, I guess. Weil die schwarzen Viecher sind nicht so nice. Kann ich jetzt hier einfach durch? Nice. Ich kann hier durch. Okay, cool. Cool, 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 cool. Nee, falsche Ebene. Kann ich hier irgendwie nochmal... Gibt's hier nicht irgendwo... Warte mal, hier kann ich doch bestimmt... Hier kann ich doch bestimmt hoch, oder? Hier kann ich nicht. Da ist wieder so ein bewegtes Licht. Da habe ich ja mal wieder richtig Bock drauf. Okay. Okay, versucht ihm... Scheiße. Ich habe versucht ihm, ne, schattenmäßig so mitzugehen. Aber es hat nicht so gut geklappt, weil ich vergessen habe zu sprinten. Das war jetzt mein großer Fehler. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal die ganze Aktion hier machen. Oh, nee, 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 nee. Okay, wir sind hier vorne gleich. Nee, nee, nice. Nein, wir bleiben erstmal hier. Wir warten kurz eine Instanz ab, um dann, ne, und so. Ja, nice, nice, nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, also wir haben uns wieder verdünnisiert. Von dem Licht weg. No, 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 no. Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Was ist hier? Was passiert hier? Mir das... Irgendjemand sagen? Okay, die Viecher, glaube ich, sind freundlich, I guess. Okay. Next level. Gut.
Ich gehe mal jetzt davon aus, das war jetzt ein Kapitel. Und jetzt müssen wir weiter. Ich habe keinen Schimmer, was hier passiert. Ich habe auch immer noch keine Idee, was mir das Game sagen möchte. Und wie der Spaß hier funktioniert. Ah. Und immer noch habe ich keine Idee, was... What? Was die da machen? Hier rein? Ist der gerade hier durchgerannt? Der ist doch gerade hier durchgerannt, oder nicht? Ja, oder nicht? Okay, gibt's hier wieder in dem Raum irgendwas, was ich finden könnte? Irgendwie eine Figur? Ein Hinweis? Eine Zeitschrift? Irgendwas, I guess? Nein. Kann ich hier springen? Nein. Gibt's hier sowas wie... Lol, kannst du einfach hochklettern? Okay, cool. Hier kann ich irgendwas anmachen. Ich habe immer noch keinen Plan. Also wirklich, ich weiß echt nicht, was meine To-Dos hier sind. Und warum wir hier sind, was wir hier sind. Also sieht aus wie eine Traumwelt auf dem Schiff, wo Kinder sind. Kinder haben wir schon gesehen. Dann haben wir hier irgendwie Riesen... Viecher, die Kinder irgendwie überwachen. Ein Kind hat uns ja Essen gegeben, netterweise. Kann ich jetzt hier irgendwie... Nö. Also die Tür kann ich auch nicht aufmachen. Super. Und, ja, wir versuchen jetzt hier irgendwie durch die Gänge hier zu kommen. Okay, das kann ich nicht aufmachen. Aber wir können hier rauf. So. Das sind wieder die... Was ist mit euch los? Wo seid ihr hin? Aha. Okay, also hier gibt es nochmal einen Hebel. Hier gibt es noch... ein Klo. Hier gibt es ganz viele andere Sachen. Ach, hier kann ich hochklettern. Okay, gibt es hier noch was? Oh, hier ist ein Schlüssel. Nice. Und wenn ich das richtig sehe, hängt hier schon wieder... Warum erhängen die Leute sich hier die ganze Zeit? Was war das? Okay. Also, ich will den Schlüssel da haben. So viel sicher. Das heißt, ich muss hier irgendwie... da hinkommen. Aber ich weiß nicht wie. Ich gehe mal davon aus, ich kann den Koffer wieder schieben. Ja, okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, also ich gehe mal von aus, der Koffer, den benötigt. Warte mal. Kann ich den Koffer nicht dahin schieben, um dann die Schubladen irgendwie aufzumachen? Geht das? Also es ist ein Adventure und so ein bisschen Rätsel, habe ich das Gefühl. So, und ich bei Rätseln... Da bin ich meistens extrem lost. Aber nein, kann ich nicht. Kann ich mich hier irgendwie hochkatapultieren lassen? Nee. Scheiße. So, dann lass uns doch mal schauen. Dass die Leute sich hier die ganze Zeit einhängen. Das ist doch nicht normal. Kann ich hier an den Bildern irgendwie hoch? Nein. Kann ich... Ja, ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht funktioniert. Ich könnte probieren, ob ich da den Koffer hinstelle. Das wäre noch eine Idee. So, dann auf geht's. Nee, wir müssen nach oben. So, und dann springen wir von da oben auf den Koffer... Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir nach oben katapultiert werden. Aber ich glaube, das wird nichts.
Nein! Nein, nein, nein. Halt dich fest. Ein Embracer, Alter. Die Steuerung ist... Ich sag mal... gewöhnungsbedürftig. Aber es war nicht das, was wir wollten. Schade. Ja, weil hier kann ich doch nur... Also, okay, komm. Wir nehmen jetzt den Cover und schieben den jetzt nach da hinten, damit wir den Hebel betätigen können. Aber der Hebel ist meines Erachtens, glaube ich, nur dafür da, dass die eine Tür da aufgeht. Wobei, die Wand könnten wir, glaube ich, auch ganz normal aufschließen, oder? Ah. Was? Was? Was ist das? Was ist ein Problem? Kann ich jetzt eigentlich einfach hier rüber? Nee, kann ich. Kann ich nicht. Okay, kann ich einfach hier hoch? Dann hier hoch? Hier runter, ohne zu sterben? Okay, nice. Kann ich den jetzt mitnehmen? Ja, nimm den mit. Sehr gut. Nimm ihn mit. Auch sehr gut. Ich habe keine Ahnung, warum wir den Schuss jetzt hier mitnehmen. Kann ich jetzt hier das einfach aufmachen? Ja, nice. Nimm den Schlüssel mit. Nice. Ich habe keine Ahnung, warum wir den Schlüssel mitnehmen. Aber wir nehmen ihn einfach mit. Ach, deswegen nehmen wir den Schlüssel mit. Oh, verstehe. Okay, cool. Unbewusst das Richtige gemacht. Nice. Warum ist da so ein Äffchen? Was ist das? Macht das Viech jetzt Alarm? Oh nein, ich muss hier an den Knopf drücken oder was? Kann ich den einfach da hinschmeißen? Okay, also wir müssen irgendwie an den Knopf da oben kommen. Halte, um ein getragenes Objekt zu werfen. Ja. Und? Also, halte und Leertaste, um ein getragenes Objekt zu werfen. Alter. Du kannst ihn auch so hochwerfen. Das war mir jetzt nicht bewusst. Okay, das heißt, wir können erstmal mit dem Fahrstuhl fahren. Achso, und ich muss das Objekt dann mitnehmen, damit ich dann hier drin... Ah, verstehe. Okay. Ich muss ja den Knopf hier auch nochmal drücken, oder? Sehr gut. Oder? Also ich will jetzt nicht dahin, wo jetzt die Monster sind. Ja, der Fahrstuhlweg geht ein bisschen länger als gedacht. Okay, wir fahren mit dem Fahrstuhl. It is so awesome. Und wie tief kann das denn überhaupt gehen? Klar, jetzt gehen wir hier raus. Noch tiefer. Super. Und wir haben wieder Hunger? Oder... Erstmal brauchen wir hier mal ein bisschen Licht. Oh nein, ich sehe doch schon, komm, wir müssen den Venti, wir müssen den Venti. Was ist denn mit dir los? Bitte nicht. Was ist dein Problem? Mach das Lämpchen an hier. Okay. Gibt's hier irgendwas zu essen? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sterben wir jetzt? Also uns geht's nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir haben Hunger. Oder Durchfall. Man weiß es nicht so genau. Oh, oh, hier gibt's was zu phrasen. Problem ist, sieht sehr nach einer Falle aus.
Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht! Wir sind gefangen. Was zum Teufel? Was ist das? Können wir hier raus? Hallo? Okay, also Hallo? Können wir... Ah, okay, wir müssen uns hier runter justieren. Klatsch, geht kaputt. Nice. Können wir hier die Kiddies befreien, bitte? Was hat er gemacht? Ich würde gerne... Kann ich das hier nicht irgendwie... Nee, kann ich nicht. Okay, ich brauche anscheinend das Ding. Alter, was macht... Was sind... Also... Was sind das für Gestalten? Die anscheinend Kinder jagen? Und warum kann ich ihn nicht retten? Also warum kann ich hier nicht sagen, ich öffne jetzt alle Dinge und wir verbünden uns? Nee, warte mal, bevor ich jetzt das Ding hier aufmache. Bevor ich jetzt das Ding aufmache, klettern wir erstmal ganz kurz hier hoch. Das muss doch hier irgendeinen Grund haben, warum ich hier hochklettern kann. Ja, okay. Das hat kein... Oder? Kurz. Jo, es hat keinen Grund. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da oben noch irgendwie hinkomme an das Ding. Okay, nice. Okay, nicht so nice. Das heißt, ich muss hier wieder gedrückt halten. Warten, bis alles hochfährt. Um dann ganz schnell wieder dahin zu springen. Oh, warte mal, ich kann sogar... Okay, ich kann sogar schwingen. Weil sonst schaffe ich das wahrscheinlich nicht von der Zeit her. So, schwingen. Ich bin Rocks. Okay, sehr gut. Hier ist wieder eine Tür, die ich öffnen kann. Hallo? Jetzt bin ich in der Sackgasse, oder was? Ja, ich würde sagen, kann ich hier echt nichts machen. Warum bin ich hier nie hingegangen? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Please. Lass mich doch irgendwo klettern. Ich will doch nur hier weg. Kann ich das hier hochklettern? Geht das? Geht das? Kann ich hier hochklettern? Geht das? Oh ja. Okay. Wir können das Gitter hier hochklettern. Dann können wir hier raus. Very nice. Und können gucken, was hier los ist. Aber ja, die Geräuschkulisse ist schon fucking awesome. Was war das denn? Dass dieses... Warum kann ich da nicht hingucken? Sieht der mich? Nein, du hast mich nicht gesehen. Du bist blind as fuck. Okay. Okay, er kann mich anscheinend riechen. Ja. Okay. Also wir dürfen uns nicht von dem gruseligen Etwas sehen lassen. Kann ich denn vorbei? Kann ich mich einfach hier so hinhängen? Nein, bitte nicht. Hier muss ich schleichen.
mich nicht sehen. Richtig? Oder? Kann er mich sehen? Er kann mich nicht sehen, ne? Er kann mich nur hören. Okay. Also sehen kann er mich nicht. Er kann mich nur hören. Das heißt, ich muss ihn irgendwie austricksen? Ah, warte mal. Hier kann er mich nicht ordnen. Auf dem Papier. Okay. Okay. Also, wir haben herausgefunden, er ist blind. Er kann uns riechen. Und er kann uns hören. Das ist gut zu wissen. Aber wo müssen wir hin? Müssen wir jetzt da oben hin? Also, da oben links? Da ist ein Ausgang. Oder müssen wir zur Tür? Das Problem ist, wenn ich die Tür öffnen sollte, ist das laut as fuck. Das heißt, der da... Der wird uns cachen wollen. So. Also auf dem Papier kann er uns nicht hören. Und er sucht einfach nur, er tastet einfach nur ab. Okay. Das heißt, hier kann ich hin. Könnte ich jetzt mit einem Sprung darüber? Das probieren wir jetzt nicht aus. Wir warten jetzt ab, bis er hier einmal durchgesteppt ist, der gute Boy, und jumpen dann auf das Tuch, würde ich jetzt mal sagen. Um dann zu gucken, ob wir dann, wenn er ganz links ist, die Tür aufzukriegen. Okay. Ich muss auch nicht mehr die Tür aufmachen. Super nice. Ich kann mich einfach hier raus... Quarzen. Also raus. Ne? Sneaken. Okay. Das ist die Frage, hört er oder hört er nicht? Wenn ich jetzt das Ding hier hochmache. Und kommt er dann durch die Tür oder kommt er nicht durch die Tür? Ist ja mal gar nicht laut. Das ist ja mal gar nicht laut. Ja, das habe ich mir gedacht. Nein, okay. Wir müssen nur einmal. Wir haben es geschafft, I guess. Okay, wir sind immerhin gekommen. Okay. Nice. Nicht so nice. Ich... Oh, hier ist ein Lämmchen. Oh. Ist das ein Zwischenpunkt? Safe Point? I hope so. Okay, machen wir hier wieder Licht an. Das wäre ganz, ganz nice. So ein bisschen Licht finde ich nicht schon... Fände ich schon... Bin ich Freund von. Auch sehr nice. Jemand hat auf jeden Fall Probleme mit den Schuhen. Okay. Und wir sind jetzt in dem... Okay. Was war das? Spring schnell hoch. Ja, hast du dir so gedacht, wa? Was auch immer du da unter dem Schuhwerk bist. Das ist der Schuhhai. Leck mich am Arsch. Das war sauknapp. So, dadurch, dass ich jetzt aber nirgendwo sehe, wo der Typ hinspringt oder hinläuft. Auch sehr nice. So, wie geht's jetzt weiter? Vielleicht
muss wahrscheinlich Ecke sein. Ich muss wahrscheinlich da hinten. Ich bin noch da gewesen. Ich war noch dran, ey. Das kann mir doch keiner erzählen. Komm. Jetzt muss ich das zum... Alter, Falter. Okay. Also, auf ein neues. Also, nice war. So, nice. Dizer. So, rennen wir jetzt erstmal hier hin. Run, boy, run. So. Weil es so nice war, auch gleich hier. Und weil es noch nicer war, gleich dahin. Und ab geht die Luzi. Geht doch, Alter. Das war doch jetzt mal. Das war doch jetzt mal nicht so schwer, oder? Eigentlich nicht so schwer. Wo sind wir jetzt hier schon wieder? Oh, was ist das hier? Kann ich das hier nehmen? Kann ich das essen? Kann ich hier rein? Nein. Alter, hier ist eine Mausenfalle. Was passiert, wenn ich hier reintrete? Nichts. Okay, cool. Cool, 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 cool. Warte mal. Ey, da hängen Mäuse? Alter. Okay. I'm running. Warum bist du so fucking schnell? I'm running. Ich möchte nicht. Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Ich bin weg. Du siehst mich nicht. Weil du hörst mich nicht mehr, mein Freund. Jetzt muss ich mit dem zusammen fahren? Oh nein. Oh nein. Der durchsucht doch jetzt alles, oder? Ey, der findet mich doch gleich. 100% findet er mich doch gleich. Ich muss doch hier irgendwie einen anderen Hidepoint finden. Oder? Lässt er mich jetzt in Ruhe? Ah, oh, ja, ist geil. Auf die Viecher. Okay. Die lenken ihn ab. Oh. Heißt auch im Umkehrschluss, ich muss ihm jetzt hinterher. Richtig? Ich sehe nichts. Und das war auch gar nicht laut. Okay, hier sind Dosen, die könnte ich wahrscheinlich alle umwerfen. Hier ist wieder mein kleines Äffchen. Kann ich... Hallo? Nee, kann ich nicht. So witzigerweise kann ich ihn schieben. Und das war's. Ey, sag mir nicht, ich muss den jetzt bis da... Oh nee, ey. Ich jetzt... Oder? Okay, cool. Cool. Ja. Ich hab ein bisschen Angst, dass wenn ich das Kapuzineräffchen da treffe... gleich riesen leer macht. Okay, warte. Hall. Halt's Maul! Okay, danke. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Ah, okay. Da ist wieder so ein Kapuzineräffchen. Da ist... Nein. Was macht er? Warum sieht er so aus, wie er aussieht? Hol sich einen Löffel. Das ist doch mal schön. Schön. Da ist noch eine Spielfigur. Mach mal kaputt. Sehr gut. Haben wir irgendwas wieder eingesammelt? I don't know what. Und hier kann ich hochklettern. Ah! Das heißt, ich kann ihn eigentlich... Kann ich ihn verwirren? Mit den F jetzt? Wenn ich jetzt dies
dieses Kapuzineräffchen nehmen. Ich bin weg. Verpissung. So, hier kommst du nicht rein, mein Freund. Auch wenn du so schön lange Arme hast. Hier ist Ende im Gelände für dich. Okay, hier ist anscheinend nicht Ende im Gelände für dich. Scheiße. Er ist nach oben gegangen. Das heißt, ich bin hier auf dem Teppich. Hier bin ich ja safe. Ich muss da drüben hin. Wie mache ich das jetzt? Ich muss da drüben, also ich muss da hin. So, ne? Da, ne? Zum Teppich. Um zur Tür zu kommen, um die Tür aufzumachen. Das miese Viech ist jetzt aber nach oben geklettert. Das heißt, was machen wir jetzt? Springen wir jetzt einfach darüber? Laufen wir durch? Okay, wir laufen durch. Sowas von weg. Lass mich durch. Lass mich doch durch. Ich bin sowas von weg. Lass mich doch. Lass mich doch. Lass mich. Kann ich die Tür aufmachen? Nein. Was muss ich hier machen? Alter, wenn es jetzt nicht unter Zeitdruck geht, dann raste ich aus. Oh. Es geht hier unterm Tisch. Kann ich hier auch lang? Nice. Okay. Was kann ich hier machen? Kann ich hier den Büchern hier hochklettern? Geht das? Okay, ich kann hier die Bücher hochklettern. Und da scheint schon wieder irgendwas zu sein. Ein Klavier. Ah. Ich glaube, ich möchte das Klavier fallen lassen. Ja, das hat ja mal wunderbar funktioniert. Oh, hier kann ich auch hochklettern. Okay, nice. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Hier ist wieder ein Kerzchen. Machen wir erstmal an. Hallo, Kerze. Machen. Danke. Oh nein, lass mich raten. Ich muss da wahrscheinlich... Da muss ich wahrscheinlich irgendwie... Was ist das denn hier jetzt? Boah. Ich muss jetzt wahrscheinlich da rauf, um irgendwas zu machen. Ich habe nur keinen Schimmer, was... Okay, also wenn ich darauf düdel, dann geht doch bestimmt Action los, oder? Wir probieren's. Genau das habe ich nämlich mit mir gedacht. Dass er sie jetzt sagt. Was Scheiße. Warum ist er? Weil wie kommt er hierher? Was ist sein Begehr? Also wir sind erstmal hier wieder auf dem Teppich. War das schon mal nice? Und ich könnte bestimmt das Klavier runterfallen lassen. Wenn ich jetzt hier so eine Kurbel finde. Oder? Um ihn dann abzulenken, I guess. Wo ist er? Das ist die große Frage, ist er wirklich blind as fuck oder ist er einfach nur dumm? Oder bin ich's? Okay, warte mal. So, ich kann hier hoch, richtig? Ja, geil. Und er folgt mir auch noch die ganze Zeit. Na, das ist super nice. Da
habe ich ja richtig Bock drauf. Und er hat auch gar keine langen Griffel. Nein. Würde ich jetzt eigentlich das Ding hier nehmen? Immer noch dahin. Ja, super nice. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Nice. Okay. Wir haben ihn abgelenkt. I guess. Nein. Ich bin jetzt nur hier gewesen, um den Scheiß zu finden. Fuck you, ey. Und ich muss jetzt den ganzen Spaß wieder zurück? Nee, oder? Ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, den Fernseher anmachen. Leise. Ich hoffe, dass er jetzt nicht hierher kommt. Oder? Geschafft, I guess. Komm, wieder rein. Super nice. Alter, das war jetzt aber auch gerade, also, solche, puh, ja, ne? Also, was soll ich dazu sagen? Also, außer, puh. Okay. Und hier einfach. Ja, nein. Hier kann ich nicht einfach durchrennen. Puh. Aber wir sind hier in einem Safe Point, I guess. Yes. Yes, boy. Yes. Kann ich das Buch hier nehmen? Nope. 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 Dann springen wir einfach hier rüber. Was, Hallo? Hallo? Nix, hallo. Okay, irgendwas muss ich hier mitnehmen. Irgendwas muss ich hier rüber transportieren. Und ich hab keine. Ah, oh, kann ich das hier nehmen? Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Geht das so? Nee, nee. Hallo. Hallo. Bleiben Sie hier. Vielen Dank. So, dann kann ich dich nämlich wahrscheinlich hier runddudeln. Richtig. Und jetzt können wir hier rüberspringen. Richtig. Okay. 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 Okay.
Ich hoffe jetzt nicht, dass der jetzt von oben wieder irgendwie runter sich angelt. Okay. Okay, okay, okay. Nee, hier sieht safe aus. Hier gibt's noch eine Dings. Sehr gut. Hier geht's bestimmt. Oh nee, hier geht's nicht runter. Hier geht's lang. Okay, okay, okay. Was ist denn mit ihm verkehrt? Wo kommt der denn her? Ein Feuerzeug. Ein schönes Feuerzeug. So, haben wir jetzt wenigstens noch einen kurzen Safe Point gehabt? Okay, aber. Ja. Jo, dann mal hier weiter. Hier haben wir noch unsere Lämpchen. Ja, nein, nein. Du kannst mal schön deine Hand da belassen, wo sie ist. Weg hier. Zu weg. Nimm die Hand da weg. Nimm die Hand da weg. Jetzt kommt die von der anderen Seite auch noch. Der krabbelt doch hier nicht so rum. Ja, okay. Kann ich jetzt dran vorbei einfach? Ja, okay. Ich bin dran vorbei. Nice. Hier ist eine Rede. Hier ist eine Rede. Rede. Okay. So, jetzt mal hier in... Wie kann er mich denn sofort finden? Der ist doch blind as fuck. Und ich hab mich nicht bewegt. Ja, nee. Das ist jetzt unfair. Das ist auch ein geiler Safe Point. Man startet genau da, wo man stirbt. Nice. Ist jetzt euer fucking Ernst? Muss ich jetzt hier durchgehen oder was ist los? Okay, wir rennen durch, wir rennen durch, wir rennen durch. Wir rennen durch, wir rennen durch, wir rennen durch. Wir rennen nicht durch. Okay, wir rennen jetzt durch und müssen uns am Ende ducken. So, dann rennen, 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 nimm die Beine in die Hand und gib ihm. Ja, nice. Nice. Jetzt hier hochklettern. Kletter, 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 klettern. Weil er hat Arme, die sind länger als alles, was man kennt. Nein, lass doch mal. Wirst du? Alter, was kugelt der seine Schultern aus, oder was ist mit ihm los? So, jetzt mal hier, okay. Cool, 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 cool. Was könnte ich jetzt hier machen? Okay, er furzt mich an. Ich bin immer noch der Meinung, ich muss irgendwas mit dem Käfig da machen. Ich weiß nur nicht was. So. Kann ich den nochmal hier grabbeln? Grabbeln you? Rubbelt mal. Ja. Okay. War das jetzt richtig? Scheint auf jeden Fall schon mal die richtige Position gewesen zu sein. Ja, nice. Okay. Nein, 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 nein. Wir lassen hier schön die Finger, wo sie sind. Nein, 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 da fangen wir jetzt hier nicht an, hier noch ein bisschen rumzuglibbern. Das machen wir nicht. So, okay. Oh, jetzt haben wir den Punkt. Das ist auch noch geschafft. Meine Güte. So, sind wir jetzt in Kapitel 3 oder what? Okay, hier geht's weiter. Na, dann gucken wir doch mal, wie es hier weitergeht. Ja.
Also die Henne war abgehackt. Und das war nicht so schön. Okay, was können wir hier machen? Können wir uns hier irgendwie dranhängen? Hier gibt es einen Schuh. Den können wir schmeißen. Okay. Ich gehe mal von aus, wir müssen uns an den Haken hängen. Um mitzugehen, oder was? Oder wie? Ja. Ja und ja. Oder kann ich mir einfach an so eine Fleischwurst dranhängen? Wir nehmen jetzt mal den Haken. Machen wir eine kleine Reise mit dem Haken, ne? Und... Alter. Was ist er denn da oben schon wieder? Ist er jetzt ein anderer Typ? Aber lass mich raten, der kann sehen, aber nichts hören oder so? Oh nein. Was soll ich mir jetzt hier loslassen? Oh, muss ich mich hier loslassen? Und ich hab schon wieder Hunger. Eieiei. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ist eine Ratte. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist gut. Wir brauchen was zu essen. Wir brauchen was zu essen. Ja, wir suchen, wir gucken. Kriegen wir hier was aus der Rattenfalle raus? Nope. Habe ich hier irgendwo noch andere gute... Oh. Kann ich die Ratte essen? Die Ratte quält sich. Muss ich die jetzt töten? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war jetzt... Das kam unerwartet. Okay, mir geht's wieder besser. Nachdem ich eine Ratte gegessen habe. Kann man machen? Könnte man aber auch sein lassen. Sei ich wie es. Das muss nicht sein. Ja, okay. Jump and run, jump and run. Ja, okay. Unbewusst das Richtige gemacht. Nice. Und hier ist überall Blut. Warum sollte ich da jetzt reingehen? Ich kann hier nicht hochklettern. Okay, das ist... Nice. Ah, ah. Ich brauch dich. I need you, I think. I need you. Wir müssen dich jetzt mal darüber transportieren. Ich habe ein bisschen Angst vor dem... Guckloch. Wie sag wie das? Ein bisschen Schiss hab ich davor schon. Hier schleift irgendwer seine Messe. Und ich frage mich gerade, möchte ich das wissen, wer das ist? Oder sollte ich einfach hochklettern und sagen, I don't give a fuck. Der Schleifen wird immer näher. Da habe ich einen Schatten. Okay. Also sieht aus, als ob das... ...ein guter Koch ist. Okay, jetzt ist die große Frage, kann er mich... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, da ist... Schwupps, ist er weg. Okay. Verfolgt er mich? Kann er meine Fußspuren sehen? Okay, ihm ist es wurscht. In welche Richtung läuft er jetzt?
Ich hab nicht gesehen, wo ich bin. Ich dachte, ich bin hinterm Schrank. Und ich brauche einen Schlüssel. Das ist ja schon mal wieder richtig. Wenn ich dafür einen Schlüssel brauche, muss ich erstmal den Schlüssel schon wieder finden, ey. Das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder. Tricky. So, wo könnt ihr den Schlüssel verstecken? Okay, hier ist er nicht. Hat er ihn zufällig am Mann? Geh von außen, nein. Er nimmt sich erstmal eine Wurst. Schöne Wurst, erstmal schön in die Türp. Ja. Nein, nein, nein. Du hast nichts gehört. Du hast nichts, aber auch gar nichts gehört. Ja, geh ruhig da hinten hin, Freundchen. Geh ruhig da mal so lang. Ich geh mal wieder in mein Versteck. So, irgendwo muss ein Schlüssel sein. Ich habe keinen Schlüssel gesehen bis jetzt. Ich habe also damit auch keine Ahnung, wo sich der Schlüssel befinden könnte. Okay, damit sind wir erstmal schön unters Dings geslidet. So, hier haben wir den hier. Wo könnte ein Schlüssel sein? Mit Absicht? Erstmal ein bisschen Lärm gemacht? Mal mit Absicht ein bisschen Lärm gemacht? Oder auch nicht? So, jetzt können wir hier nochmal kurz gucken. Wo könnte hier ein Schlüssel sein? Ich weiß noch nicht, was das da unter dem Tisch ist. Werde ich jetzt aber rausfinden. Das ist einfach nur so ein Fisch. Könnte ich den jetzt einfach. Also. Geht zum Fischkopf. Mich. Hast du mich jetzt gesehen? Nee, du hast mich jetzt nicht gesehen. Nee, oder? Du hast mich jetzt nicht gesehen. Oder hast du mich gesehen? Ja. So, jetzt haben wir da hinten die Tür mit einem Schloss. Und dafür, ja, siehst richtig gut aus. Dafür bräuchten wir einen Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schlüssel? Und wie nimmt der einen Fisch auseinander mit seinem Gesicht? Warum kommt der so nah? Hallo? Okay, da hat er ein Gewürz hingetan. Nein, nein, nein. Sind wir zu früh raus? Hat er mich gehört? Okay, er geht erstmal weg. Dass er erstmal weggeht, finde ich ja gar nicht so verkehrt. Warte mal, hier ist was offen. Kommst du hier ran, wa? Kommst du hier ran, wa? Ah, hast du ein Problem, wa? Das ist scheiße. Das war jetzt gerade scheiße von mir. Hm.
Hab ich was kaputt gemacht? Hier, willst du noch was haben? Oh, warte mal. Kann ich das eigentlich... Alter, das wäre jetzt awesome. Kann ich das irgendwie in den Topf reinschmeißen? Nee, kann ich nicht. Ich kann hier die Wurst. Geh da hin! Lauf! Lauf, mein Freund, lauf! So, kann ich jetzt hier hoch? Und was bringt mir das, wenn ich jetzt hier oben bin? Ah! Hier kann ich... Nein, wir fallen jetzt hier nicht runter. Okay, wir sind hier runtergefallen. Ja. Yeah. So. What is here? What is that here? Aha. Ich sag mal so. Ne? Plus zwei. Völlig fein. So nebeneinander. Das ist ein bisschen eng. Oder ist jedes Klo für eine Arschbacke? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Warum da die Klos so aufgebaut sind. Cool. Sieht es erstmal aus, als ob das friedlich ist. I guess. Oder? Also, ne? Ich denke schon. Außer hier kommt wieder eine Überraschung. Kann ich hier durch? Lauf doch! Alter! Ey, dieses... Der Scheißding, ey. Wer da was atmet denn hier so schwer? Chefkoch. Okidoki, Chefkoch. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Das ist die Frage, wie komme ich an den Schlüssel ran? Wollte ich gerade sagen, aber scheiße. So bestimmt nicht. Okay, er lässt den Schlüssel da. Das ist ja super nice von ihm. Das ist die Frage, wie komme ich zum Schlüssel? Also ich meine, er ist jetzt gegangen. Ja, ist cool. Das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, um mir zu überlegen, wie ich... Da unten. Hier. Da muss ich hin. Ne? Hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Da muss ich hin. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Rüberspringen lässt uns sterben. Ich könnte jetzt gucken, ob ich hier rüber springe. Aber was bringt mir das? Das bringt mir nichts. Ich könnte die Sachen nehmen. Und könnte mal gucken, ob jetzt jemand kommt. Ne, ob er uns gehört hat. Aber, nö. Sieht nicht danach aus. Kann ich denn, wenn ich hier drüben bin? Nein. Kann ich jetzt einfach hier so rüberspringen? Jawohl! Wir haben den Schlüssel! So, dann lass uns mal verpissen, würde ich sagen, oder? Verpissung! Jawoll! So, deswegen muss ich nämlich hier wieder zum Fahrstuhl, genau. Den hier hochholen. Hallo! Sehr gut. Und jetzt das Gleiche nochmal. Richtung Lehkoch. Kann ich damit eigentlich auch geduckt laufen? Ja, damit kann ich auch geduckt laufen, okay. Wir haben einen Zwischenpoint gesehen.
Jawohl. Wir haben einen Zwischenpunkt, einen Zwischenspeicherstand. Finde ich cool. Noch ist er da hinten. Noch findet er uns nicht geil. So, mal gucken, ob wir ihn jetzt ausgetrickst bekommen. Weil er würde ja jetzt gleich wieder hier hochrennen. Oder? Oh, kriegen wir das hin? Schaff was. Ich bin guter Dinge und renn einfach durch. Hallo? Mach die Tür auf. Hallo? Okay, er kann die Tür nicht aufmachen. Lauf doch! Okay. Cool. Wir sind hier durch. Nice. Very nice. Das ist die große Frage, kommt der jetzt uns ein Tier hier hinterher? Nee, kommt er nicht. Nee, sagt er. So, hier haben wir eine Wurstverarbeitungsfabrik. Oder wir machen hier ein paar Würstchen. Oder Fleisch oder keine Ahnung was. Ach du Scheiße, ich seh's doch schon kommen. Ich muss doch jetzt mich hier an dem Hebel. Oh nee, ey, jetzt euer Ernst? Ich fange jetzt hier an, Wurst herzustellen. Okay, wir fangen an, Wurst herzustellen. Aber müsste da jetzt nicht mehr rauskommen? Hallo? Okay. Okay. Ach, ich muss jetzt Fleisch hier oben reinschmeißen, damit das hier weitergeht, oder was? Okay, cool. Das heißt, wir können wieder runterfahren. Den Hebel ziehen. Und dann wieder kurbeln. Oder? Also, damit da ein bisschen mehr Wurst rumkommt. Kann ich eigentlich die Wurst? Ja, ich kann die Wurst hier mitnehmen. Aber was soll mir das am Ende bringen? Weil ich kann ja die Wurst, die kommt ja nur maximal hier hin. So. Und ich müsste ja eigentlich irgendwie da hoch, oder nicht? Oder nutze ich nachher die Wurst? Oh Mann. Ein Fleischstück, eine Wurst. Na, das ist ja mal... Ach, ich schwing mich mit dem Ding dann nachher rüber. Okay, na, das ist natürlich... So, kannst du dich hier... Nee, gehen Sie. Ey, ich muss jetzt wirklich... Ich wollte gerade sagen, es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt wirklich da drüber springen muss. Okay. Also, wir haben hier die Würstle. Und wir müssen das ganze Fleisch, was wir hier haben, müssen wir dahin bringen. Jetzt die Frage, wie komme ich an mehr Fleisch? Ah, hier kann ich auch schwingen. Und mir Fleisch einfach gönnen. Okay, ja, das muss man ja erstmal wissen. Gut, okay. Try and Error, sage ich dazu nur. So, dann fahren wir jetzt mal wieder runter. Vielleicht reicht es ja schon, die... mit dem Fleisch noch eine weitere Wurst hinzukriegen, damit ich dann, weil dann hätten wir drei Würste. Geil, auch drei Würste. Ja. 10 ist ganz gut bei mir. Und dann können wir uns bestimmt darüber hängeln. Hangel-die-dangel-die. Oder? So, Wurst, Rinder.
Und gib ihm. Ja, guck mal, das ist doch schon der dritte Wurst. Und damit müsste ich doch swing, the ding, ding, dong. Und hoppity hopp. Und rin mit dir. Ja, super nice. Machen wir erstmal wieder ein bisschen Licht an. Und gucken mal, wo wir jetzt rauskommen. Ja. Ja, hallo? Jetzt mal nochmal so ein bisschen Kasperletheater. Okay, also wir sind jetzt hier in der Tiefkühltruhe. Also in so einem Aufbewahrungsdings für Fleisch. Wird wahrscheinlich recht kalt sein. Aber wir rennen einfach durch. Wir rennen einfach durch. Wir sind da eiskalt und wir brauchen schon wieder einen Schlüssel. Ja, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Deswegen habe ich mich nicht bewegt. Der hat uns nicht gesehen. Der hat uns... Hat er uns gesehen? Nee, oder? Lecker Käse. Om nom nom. Und? Ja, noch ein kleines Fleischstückchen nebenbei. Nee, komm, nehmen wir uns mit, oder was? Ja, was mache ich jetzt? Ich brauche dennoch den Schlüssel. Oder liegt der da drin? Achso, da kann ich nicht reingucken. Ey, der atmet aber auch, ey. Das ist ja... Das ist nicht feierlich. Kann ich hier einfach rein? Ist okay, Alter. Oder? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er nicht mehr. Da ist er weg. Ne, drück mal das Knöpfchen. Bleibt das jetzt offen? Okay, bleibt offen. Okay, wir müssen mal... Alter, ich sehe nichts. Oh! Alter. Das ist rohes Fleisch, Junge. Das ist doch nicht das... Nein, du willst es nicht essen. Also, wir werden jetzt versuchen, von dem Tisch zu dem anderen zu sneaken. Ohne, dass er uns sieht, vielleicht. Nice. Hier vorne ist der Schlüssel. Also, da. Da auf dem Tisch liegt der, liegt der Schlüssel. Ich glaube, jeder Metzger würde sich jetzt an den Haaren raufen. Alter. Du hast aber auch Spaß in deiner Arbeit, wa? Oh. Fudididididi. Okay, warte mal, wir gehen jetzt mal hier rüber.
Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Scheiße, er ist schon wieder geil auf mich. Fuck you, Alter. Ja, ist okay. Komm, grabbel mich. Ach, shit. Ich wollte mich erst noch verstecken mit dem Schlüssel und das... Ach, Mann. Mann, das ist jetzt natürlich super ärgerlich. Okay, okay, okay. Dann machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen anders. Ja, ja, du bist beschäftigt mit deinem Fleisch da und findest dein Fleisch ganz geil und so. Alles cool, alles easy. So, jetzt gehst du gleich hier rüber, ne, weil damit ich denn noch weniger sehe, wann ich da raus sneake. Okay, also, wir werden jetzt gucken, dass wir hier raus sneaken. Wir werden den Knopf da drücken. Hallo? Okay, klettert. Wir werden jetzt diesen Knopf hier drücken. Wir werden super sneaky hier rüber rennen. Wir werden den Schlüssel mitnehmen. Wir werden hier runterrennen, werden direkt das Tor öffnen und werden uns in der Luke, die wir gerade noch gesehen haben, uns da drin verstecken. Weil das ist so vom Spiel gewollt. Das werden wir so jetzt auch machen. Machst du uns die Tür auf? Was ist er denn für einer? Jetzt macht er uns hier die Tür auf und wir können hier nicht... Wir können hier nicht rein, oder was? Nein, ich will da hochspringen. Und will jetzt hier reinspringen. Und will jetzt sagen... Auf Wiedersehen! Ist ein Pömpel! Kann ich hier mitnehmen? Nö. Schade. Aha. Okay, cool. Jetzt sind wir so in den Abwasserbereichen. Oder immer noch in der Küche? Oh ja, der ist hier. Tellerwäscher. Das sind zwei Tellerwäscher. So, wir laufen einfach. Immer gebiet. Solange wir so laufen können, ja, hätte ich mal das vielleicht nicht so gesagt. Weil das heißt jetzt, wir müssen direkt vor deren Nase aufploppen. Na, wo bin ich denn? Seht er mich nicht mehr? Oder bin ich weg? Fuck, Alter, der guckt auch noch nach unten. Für so clever hätte ich den jetzt nicht gehalten. Okay, wir müssen wahrscheinlich komplett darüber. Ey, da ist eine Mausefalle. Kann die uns töten? Nein. Ha, hast du dir so gesagt? Hast du dir so gedacht, wa? Oh, der Wichser, jetzt bleibt der auch noch da. Okay. Das heißt, ich müsste... Bin ich jetzt hier ein bisschen safe? Maybe? Ich bin nicht da. Nein, ich bin nicht da.
Okay. Er hat mich wirklich nicht gesehen. Super nice. Ja, was haben wir jetzt bewegt? Wir haben jetzt hier irgendwas gemacht und er ist ausgerastet und ich weiß nicht warum. Mich würde jetzt mal interessieren, was haben wir denn jetzt gerade bewegt? Weil irgendwas haben wir jetzt angemacht, aber ich hab keine Ahnung, was. Ah, okay, ich verstehe. Also, unser Ziel wird es jetzt sein, wir werden jetzt wieder runterhüpfen. Werden den anderen Ausgang da hinten nehmen, den wir da vorhin gesehen haben. Um zu gucken, ob wir dann irgendwie hier hochkommen, um uns an so ein Ding zu grabbeln, um an uns rüber transportieren zu lassen. So, jetzt hängen wir wieder an der Schnur. Super nice, super geil. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier straight ahead durch. Ja, ihr seid wieder geil auf mich. Alles cool, alles easy. Ich wüsste jetzt nicht ansatzweise. Kann der mich damit grabbeln? Lol, der kann mich wirklich grabbeln. Okay. Der Save Point ist sehr, sehr unfair. Bin ich ehrlich. Das ist jetzt gerade ein Ding, was ich überhaupt nicht leiden kann. Endlich geschafft. Meine Güte, ey. So, sind wir jetzt von den wunderbaren Köchen einfach weg? Easy Pepperini? Warum ist jetzt mein Mauszeiger hier? Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben es geschafft. Die Küche. Nice. Auf geht's ins nächste Kapitel. Wo sind wir? Jetzt kommt der Maschinenraum oder was? Ja. Okay. Dann klettern wir jetzt mal hier rauf. Und schauen mal, was uns hier oben erwartet. Okay, wir sind wirklich auf dem Schiff. Crash, crash, crash. Und ich muss sagen, es ist super laut. Ich hoffe, ihr könnt mich noch ein bisschen hören. Und wir klettern uns hier einen ab. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier hochgehen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen angenehmer, was das angeht. Ja, obwohl, nee, ist doch nicht angenehmer. Alter, ist das laut? Ist das bei euch auch so laut? Das ist eine Möwe! Möwe! Und sie fliegt weg. Ist okay. Sind wir jetzt in einem Bereich, der ein bisschen ruhiger ist? Nee, nicht so richtig. Was sind das für Menschen? Also sind das Menschen? Oder sind das jetzt andere Sachen? Okay, Lidoki. So, machen wir hier erstmal das Brett weg. Können wir noch ein Brett wegmachen? Nee. Oh, das reicht schon. Wir hatten auch lange keinen Hunger mehr. Wir wissen ja, dass unsere Spielfigur gerade runterfällt. Dass sie natürlich auch ein bisschen Hunger hat. Nee, sie verhungert ja dann. Und dann ist nicht so gut. Nee, dann geht's dir nicht so gut. Deswegen hätte ich jetzt gehofft, dass sie vielleicht irgendwie, wenn sie Hunger gehabt hätte, in der Küche
Hunger gehabt hat. Weil da hatten wir ja alles gehabt, was essensnahrungstechnisch ja ist. Ein bisschen balancieren hier. Was seid ihr? Also ich frage mich jetzt auch gerade noch, sind die zumindest friedlich? Und sie da oben, hier, über mir. Die haben wir im Intro gesehen. Also, wenn man das Intro nennen kann, ne? Also wir haben ja jetzt nur eine Person gesehen, die dann irgendwie rübergeschaut hatte. Und ja, die überwacht anscheinend alles, so wie es aussieht. Okay. Cool. Geschafft. Nice. Also, mal zusammengefasst. Ich weiß ja immer noch wenig von dem Game. An sich. Bin ich ehrlich. Ne? Ich hab nicht so den Plan von dem Game. Ne? Und was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, wir sind in einer Traumwelt. So eine Art Traumwelt. Und spielen eine kleine Spielfigur. Und diese Viecher sind Aasfresser oder keine Ahnung, die uns jetzt da so verfolgen. Auf jeden Fall sind die geil auf uns. Warum? Weiß ich nicht. Ohne Worte. Einfach ohne Worte. Was ist denn mit ihm verkehrt? Hat er Hunger gehabt? Also, ich meine, der hat doch einen ganzen Teller voll. Vor allem, ich dachte, ich kann mich unterm Tisch verstecken. Alter, ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Da komme ich rein und er erschreckt sich und haut mir den Tisch aber ins Gesicht. Und zwar instant. Hier, warte mal, kann ich das vielleicht so? LOL, der ist ja mal. Was ist mit ihm denn verkehrt? Shit. Der ist ganz schön schnell. Unterwegs. Wenn er krabbelt. Der Gutste. Also anscheinend bin ich so schmackhaft und so lecker für ihn, dass er sich sagt, jo, den will ich, das will ich unbedingt. Okay, wie, wo, was? Als ob ich jetzt hier wirklich hier hochkletter. Okay. Just do it. Nein. Ja und ja. Ey, und ich muss hier wieder hier vorne anfangen? Und wieder an den netten Krabbler wieder vorbei. Na, wunderbar. Jo. Also. Du hast genug. Ihr habt genug Essen hier drauf, ey. Ganz ehrlich, was ist euer Begehr? Lass mich in Ruhe. Nimm deine Griffe von mir.
hast du dir so gedacht? LOL! Ich wollte gerade sagen, hast du dir so gedacht, aber ich bin ja völlig blöd abgesprungen. Okay. Next try! Ja, wenn du dich ein bisschen anstrengen würdest, würdest du wahrscheinlich auch an mich rankommen. Ich muss wirklich an dem Tisch komplett da hoch düdeln und die Jungs und Mädels hier outplayen. Nee. Lasst mich mal schön in Ruhe. Esst mal euer Essen weiter. So, jetzt klettern wir hier hoch, weil es so schön ist, den Leuten hier beim Mampfen zuzuhören. Denken wir uns jetzt einfach, jo, das denken wir uns jetzt einfach, gucken, dass wir jetzt wieder nach da wippen, langsam. Okay, haben wir. Wie geht's jetzt hier weiter? Also klar, ich bin jetzt hier rüber, aber... Jetzt sag mir nicht, dass ich hier rüber muss. Okay, und weiter? Oh, das war instinktiv richtig. Okay, cool. Das war instinktiv falsch. Cool. Das, ja. Passiert. Jetzt ist hier die Frage, wo muss ich hin? Kann ich hier schon runter? Ich dachte, ich muss an ihm vorbei. Aber der versperrt mir doch den ganzen Weg. So, easy. Ja, da kommst du nicht rein, wa? Da kommst du nicht rein, mein Freund. Da passt du nicht durch. Oh, hier oben ist wieder eine Spielfigur. Schade. Okay, der Koch hat mich jetzt wieder erwischt. Warum erwischt mich denn jetzt hier der Koch schon wieder? Ich dachte, den Koch bin ich jetzt losgeworden. Also ich weiß nicht, ob ich mir das gerade so vorstelle und wünschen könnte mit dem Koch. Im Klo zu sein alleine. Okay, hat mich jetzt eingesperrt? War das Sinn und Zweck? War das Ziel für mich? Eieieiei. Könnte ich jetzt das Ding da... Moment mal. War das gerade ein Einwegspiegel? Und ist jetzt wirklich ernsthaft dahinter ein Stuhl zum Zugucken? Ja und
Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so in dem Raum stehen, dass da hinter dem Spiegel einfach mal ein Stuhl war, der zum Zuschauen einlädt oder so. Denke ich jetzt mal. So, jetzt komme ich bis hierhin. Ich gehe von aus, wir müssen Richtung Fahrstuhl. Ich könnte jetzt hier runterspringen und könnte die Figur kaputt machen und könnte in den Fahrstuhl rennen. Das wäre schon mal... Das wäre eine Idee. Oder? Also wir probieren es einfach mal. Sieht gut aus. So, hier haben wir auch wieder einen kleinen Savey-Safe. Also, ich gehe mal von aus, ne, wegen Savey-Safe, dass die Lampen, die wir mal anmachen, oder bestimmt auch schon wieder einige vergessen, sowas nicht, dass das so eine Safe-Points sind. Was ist denn mit euch verkehrt? Was ist denn mit euch verkehrt? Alter! Hier liegt überall Essen! Nimm doch bitte das Essen! Was ist mit euch verkehrt, Freunde? Ihr habt genug zu happern da. Das ist doch alles kein Problem. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Warum müsst ihr denn so geil auf mich sein? Also jetzt ernsthaft gesprochen. Das ist doch keine Lösung. Ja, wisst ihr, jetzt habe ich so viel von Essen gesprochen und so viel von Essen geredet und gemacht und getan, dass wir jetzt selber Hunger haben. So, und wir müssen jetzt bestimmt uns irgendwie wieder was Nices, ja, was Nices suchen und nichts finden. Beim ersten Mal hatten wir ein nettes Kind. Beim zweiten Mal haben wir den Ratten das Fressen weggenommen und jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ja, hallo, kannst du weiterlaufen? Nicht gegen die Wand. Gibt ihr uns eine Wurst? Du bist so lieb. Okay. War das jetzt... War das... Das war jetzt eigentlich völlig unnötig. Also, der hat hier doch eine Wurst hängen. Angeboten und muss doch jetzt nicht ihn essen. Der war doch lieb. Der war doch. Also irgendwie. Irgendwie komisch. Okay. Die da, die brauchen wir. Die ist wichtig für uns. Ich wusste selber nicht, dass wir selbst auch so ein... Ja, Kannibale will ich jetzt nicht nennen, aber... Er ist schon... Das war schon nicht so nice von ihm. Wir verfolgen jetzt mal die Mutti. Und sind jetzt bei der Mutti? Ja, nein, vielleicht?
Ja, vielleicht. Also überall sind ja auch diese Augen, ne? Die haben wir... Die haben wir ja auch. Ich muss hier gerade nur gucken, wo es hier lang geht. Und da bin ich mir immer noch unsicher, was diese Augen für uns symbolisieren sollen. Ja, einfach nur, I'm watching you. Weil überall sind hier diese... Diese Augen. Und was passiert hier? Ich weiß nicht, ob ich hier rein möchte. Ist es gut, dass wir jetzt hier hinter sind? Ist es gut, dass wir so sneaky gerade sind? Ist sie sonst geil auf uns? Also, wir brauchen mal wieder einen Schließler-Schlüssel für unten. Und sie macht hier einen auf... I don't know. Ob sie jetzt meditiert, betet, sich einfach nur hübsch machen will. Hat sie jetzt aufgehört? Hallo? Wo ist sie hin? Okay. Sie ist weg. Das muss jetzt aber nicht heißen, also... Ehrlich, das muss nichts Gutes heißen. Da bin ich ehrlich mit euch. So, das Einzige, was ich gut fand oder finde, ist... Dass wir noch eine Semmel-Figur hier kaputt gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so lang rennen sollten. Und... Ich bin auch ganz ehrlich, diese Figuren, die sie da rumzustehen hat, diese ja, Schaufensterpuppen-mäßigen Sachen, wo sie einfach ihre Klamotten ranhängt. Ja, die sahen jetzt auch nicht so gut aus. Also gut im Sinne von, das sah sehr böse aus. Die hätte sich jetzt jederzeit da auch raussneaken können und hätte einfach sagen können, Hello! Da bin ich. So nach dem Motto. Ich hab's doch geschafft! Ihr habt's doch gesehen, ich war doch slice. Drunter. Runter bin ich doch geslidet. Wie ein junger Gott. Wir sprinten, was die Kanne hergibt. Mach hier das Feuerzeug an. Okay, du kannst anscheinend nicht dauerhaft laufen. Aber ich habe keine Ausdaueranzeige. I don't know. Ich weiß nicht, wie viel... Ja, moin. Da haben wir doch hier wieder ganz viel Spaß. Hier wird sie doch auch irgendwo wieder rumhängen, die Tante. Und uns das Leben schwer machen. Der Raum ist schön groß. Ich guck mir den Raum auch gar nicht weiter an, ne? Also, ich bin ganz ehrlich, ich renne einfach wahllos durch. So, wo sind wir denn hier? Wir sind hier... Im Spiegelkabinett? Was kann ich denn hier machen?
Aha. Muss ich den mitnehmen? Jo. Ihr standet vorher noch nicht hier. Was macht sie denn da hinten in der Ecke? Sollte ich jetzt zu ihr hingehen und ihr das Ding davor... Hallo? Warum verschwindest du? So, jetzt ist sie weg. Was war das? Nimm das. Wir müssen das wahrscheinlich ein paar Mal machen mit ihr. Super nice, super geil. So. Machen. Ich hätte jetzt gehofft, dreimal. Und dann ist sie weg. Ist sie aber nicht. So eine shitty McTitty. Okay, komm. Wo bist du? Das war eine ganz, ganz fiese, knappe Nummer war das. Okay. Jetzt haben wir es 5-mal gemacht. Reicht es? Okay, 6-mal. Haben wir sie jetzt kaputt gemacht? War sie das Böse? Das grundlegende... Böse. Wir haben Hunger. Und wir wissen, wir essen kleine Dreiecke. Das heißt, wir essen jetzt auch sie. Also sie. Komm her hier. Gib mir deinen Hals. Jawoll. Also eigentlich sind wir ja das Böse da. Oder? Also eigentlich nicht, aber... Was passiert jetzt? Was ist los? Alles gut? Hallo? Was passiert? Okay. Also ich laufe jetzt only den Gang lang. Fress ich jetzt alles böse? Also, nehme ich jetzt deren Aura auf?
ich habe jetzt einige Fragezeichen. Das Game ist mega laut gerade wieder. Und wir gehen jetzt straight ahead auf dieses... auf das Auge zu. Okay. Die Räume der Herren, Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Okay, also wir gehen anscheinend jetzt in den Ausgang. Haben jetzt das Spiel beendet? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Okay, wir gehen einfach. Und hier unten steht eine kleine Zipfelmütze. Okay, das war's. An sich ist es ein Action-Jump-and-Run-Horror mit so einem Horror-Aspekt, so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz okay, ganz nice. Da werden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch den zweiten Part rausziehen. Wobei Stevie mir auch erzählt hat, dass wir, dass es dazu hier noch DLCs gibt. Wenn ich das DLC oder die drei DLCs, die es anscheinend noch gibt, zocken soll, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ansonsten danke ich erstmal fürs Einschalten. Schalte wieder ein, wenn es wieder heißt, wir spielen wieder Benny und Steve hier Horror Games. Bis dahin sagen wir erstmal, oder ich zumindest erstmal, reingehauen.